Frank Stronach ist erneut festgenommen worden. Gegen den Austromilliardär sind demnach Vorwürfe in 8 weiteren Fällen aufgetaucht, davon 6 bezüglich sexueller Übergriffe. Der Unternehmer war bereits vor 3 Wochen von der Polizei befragt worden. Sein kanadischer Anwalt bestreitet die Vorwürfe, die bis ins Jahr 1977 zurückgehen sollen. Stronach habe sein Leben der Verbesserung der kanadischen Gesellschaft und Industrie gewidmet. Die Ermittler hätten jedoch neue Opfer identifiziert, was nun ein schiefes Licht auf Stronach wirft. Stronach, gebürtiger Steirer, hatte als Selfmade-Millionär in Nordamerika den Magna-Konzern aufgebaut, der vor allem in der Autoindustrie reüssierte. In Österreich wurde der heute 91-Jährige durch sein Sportinvestment im Fußball und Pferdesport bekannt. Ebenso war er kurz mit seiner Partei Team Stronach im Nationalrat vertreten.